Damit herzlich willkommen zu Let's Play Age of Empires 2. Der Ladebildschirm hier ist schon wieder endlos. Yay, Ladebildschirm! Ja. Wir haben jetzt nicht gefunden, wie man das Spiel lädt. Ich kann nicht laden. Was für eine Scheiße. Wir müssen neu spielen anscheinend. Ja, dann müssen wir es eben nochmal machen. Was für ein Rotz. Wir spielen jetzt einfach mal richtig, ja? Also so, wie es wahrscheinlich gedacht ist. Wie wir glauben, dass es gedacht ist, sagen wir es mal so. Aber ich dachte, man kann in diesen... Welchen Sinn hat es, dass ich speichern kann, wenn ich es nicht laden kann? Ich kann sie nicht beantworten. Aber das finde ich auch irgendwie dumm. Klar, es ist dumm. Nein. So. Und wir bleiben jetzt natürlich in diesem Zeitalter erstmal. Also in so, wie es gerade ist. Mhm. Black Dragon ist noch ein bisschen krank. Ja, krank kann man das loslösen. Also ich habe nur das Problem, dass ich Allergien habe, aber das meiste ist, bei mir ist es für gewöhnlich Heuschnupfen. Nee, Heuschnupfen habe ich nicht, also einfach irrig. Ich habe gewusst, dass das passiert. Weil ich aus Versehen was bei denen angegriffen habe, jetzt greifen die mich an. Aber es ist okay, damit komme ich klar. Schiff versenkt. Ja, das ist aber nicht weiter wild. Ich gehe trotzdem auf Handel, weil Gold schadet nicht. Was du machst? Wo wir beim Thema werden. Was? Ich hab gerade genießt. Also. Ach, hast du nicht gehört? Nein. Interessant, weil ich habe dann immer einen Mega-Ausschlag auf... Ne, die müssten drin sein. Ich halte immer das Mikro kurz zu, aber ich habe dann immer einen Mega-Ausschlag beim Mikro. Okay. Ne, ich hab's nicht gehört. Zuchtauswahl wäre nicht verkehrt. Ach, bist du... Ich wollte gerade sagen, was macht dieses Pferd da? Du suchst. Gib zu, dass du Schafe suchst. Eigentlich nicht. Aber pass auf, dass du nicht zu den Bulgaren gehst, ja? Ich pass schon auf. Ich hab okay, halt ja, und dann einen Krieg. Baust du trotzdem wieder einen Hafen? Ja, bin schon dabei. Ich mache hier mal eine Engstelle. Dass wir zwar noch rein können, aber nicht mehr so gebündelt. Ja, ich muss sagen, das hat schon was mit den Schafen. Ich habe nicht so viele, ich habe gerade mal 8. Aber allgemein dieses normale Nahrungsinput gefällt mir halt. Habe ich weniger. Ja. Ich habe 5. Mehr habe ich nicht. Ja, das siehst du ja auch oben rechts. Mhm. Ich glaube, hier sind irgendwo garantiert noch welche. Soll ich mal... Ich greife, glaube ich, jetzt mal die Awaren schon mal an. Weil ich glaube, ich kriege da garantiert Ressourcen dafür, wenn ich das mache. Das wird oben. Das ist das Späting. Weil ich wette, wir kriegen Zeug dafür. Hm. Wenn wir das richtig machen. Du wirst doch bestimmt gleich angegriffen. Ja, ja, ich weiß.
Ich hab einen Stein. Wo kommt schon ein Stein her? Ist doch egal. Kommt ihr mal mit unserer Hilfe? Ja, weil wir brauchen da eigentlich ein bisschen. Das sieht aber gut aus gerade. Ich nehme bloß was unterschriftmäßig. Ja, ist okay. Ah, gut. Sammler. Klar, dass du das noch ins Dorfzentrum schaffst, ist sowas von logisch. Schreine? Ja, wir gucken einfach mal, dass wir alle. Greif mal das Ding bitte an. Der ist tot, der Arbeiter ist tot. Ja, der könnte schon der letzte gewesen sein. Hier sind noch Schafe, alles da. Oh, gut, hol sie dir. Wo sind die? Ach, da unten. Ach, die werden angezeigt? Hol sie ruhig, du hast weniger als ich gedacht zu haben. Mal sehen, zerstören Sie feindliche Dorfzentren? Ja, zerstören Sie feindliche Gebäude. Mal sehen, irgendwas wird dabei schon rauskommen, denke ich, wenn wir das machen. Wo habe ich denn den Stein her? Ach, wir kriegen Ressourcen fürs Zerstören! Was soll? Ich hab Steine ich hab plötzlich Steine. Also irgendwie so, weil ich einen Stein gekriegt hatte, jetzt habe ich 6 Steine. Ach, interessant, das ist eine geile Mechanik, die gab's bei was, wie hieß es? Wahrscheinlich kriegst du einen Bruchteil von dem, was die Sachen kosten. Das beobachten wir mal. Ja, du kriegst einen Teil von den Ressourcen, was die Sachen kosten. Das heißt, du kriegst gleich ein bisschen Holz dazu. Ah ja, die Mechanik gefällt mir. Ach ja, das heißt, wenn ich die Türme zerstöre, kriege ich so Steine. Das ist gar nicht mehr verkehrt. Die Mechanik gefällt mir. Also in Age of Empires 4 gab es die auch. Da hatten die Mongolen das. Ich glaube, du fährst besser mit Nahkämpfern. Nein, eigentlich nicht. Ich bin ganz gut jetzt damit klargekommen. Ja? Jojo, ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege jetzt. Naja, die hat jetzt auch nicht so viele Einheiten, muss ich sagen. Hast du nochmal welche gefunden oder sind das noch die Schafe von vorhin? Das sind die zwei, die ich gefunden habe. Oh, okay. Bitte versuch jetzt nicht mit deinem Händler die Webe wegzunehmen. Ich versuch's, aber... Am besten du lässt jemanden daneben laufen. Bild nochmal ein Pferd aus oder so und lass es daneben stehen. Ja, bin ich schon dabei. Bin ich schon verbrückner. Ansonsten tut es mir leid. Gold brauche ich nicht. Ja, Gold ist gerade noch ein Problem. Hier brauche ich auch Gold. Ja, ich habe Steine gekriegt. Fürs Dorfzentrum. Ich habe Leute gekriegt. Hast du Leute gekriegt? Nee, du hast Leute gekriegt hier. Du hast ja 2 Arbeiter gekriegt. Cool, nach Hause mit euch. Meine Schafe, die kommen nach Hause gerade.
ich nur gerade Stahl und Ah, ich hab, ach, ich hab auch welche geholfen. Gekriegt. Ich hab auch welche gekriegt, sehe ich gerade. Wenn das Hofzentrum zerstört hat, wahrscheinlich. Mhm. Ich hab gerade den Fomi ausgenommen. Ja, den hast du. Ich zerlege ja auch gerade alles. Ich werde angegriffen. Ach, Ritter. Aber da kann ich ganz gut gegen. Ach, nee, Moment, kann ich nicht. Doch. Interessanterweise klappt das besser als erwartet. Okay, hier hat er noch ein paar Truppen. Ah, ich habe Schafe gefunden. Ja? Ich habe haufenweise Schafe gefunden. Oh, ja, ich sehe es gerade. Ich bin mal wirklich südlich von hier. Ich guck mal gerade, dass ich die Ritter da noch werde. Ich grün schon, das hat mich aufpassen. Ja, einer schafft's nicht, aber zwei könnten's schaffen. Ach, Kacke, jetzt kommen die mit Teutonen. Kommen die schon bei dir? Ja, ja. Wer ja, kommt jetzt mit Teutonen bei dir? Der Feind? Gelb? Rot. Ah, es ist, ja, der greift gerade unten an deinen Ding. Oh, es kommt mal ganz schön. Geh hoch. Oh ja, ich sehe es gerade, ja. Der wird bestimmt deine Schafe versuchen mitzuholen. Garantiert. Hast du schon Truppen da? Kannst du mir helfen? Welch ich habe bloß vier, drei oder vier. Du hast doch auch mal die Berittene hier unten. Die können doch alle schießen. Ja, ich bin auf dem Weg zu dir. Du bleibst hier, der Rest. Natürlich Schaden haben die schon gekriegt. Ja. Die machen deine Mauer kaputt von mir. Ja, das ist nicht so tragisch tatsächlich. Oh, ich dachte, ich krieg schon noch was. Ich krieg mal die Bogenschützen, hoffe ich doch mal jetzt. Erstmal. Ich hab nochmal 5 hier. Wo ist mein Schiff? Ab da. Komm her. Ja, mit Berittenen. Dein Vorteil ist, du kannst sie mit Berittenen echt austänzeln. Bin schon dabei. Obwohl ich krieg's gerade irgendwie hin. Die läuft ein Pikenieren daher. Kommt mal hier hin. Hier, ja, zu mir. Ja, ja. Spiel. Hier im Süden. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ah. Von unten kommen noch welche. Hey! Kannst du mir kurz hier helfen? Ja, ja, ich bin schon da. Danke. Wir sollten kurz auf Defensive gehen und ich guck mal, dass ich jetzt eine Burg dahin pflanze. Ach, hab ich die drei weggenommen. Zurück, komm zurück. Ich hab die drei weggenommen. Ja, ja, ich seh's gerade. 4 sogar. Okay, Absicht. Ich geh da runter. Mhm, ich guck mal, dass ich hier wieder Defensive aufbaue. Ich mach bloß so weiter so zu wieder, wie es war. Ich bin überrascht, dass die leichte Kavallerie die Ritter besiegt hat soweit. Ich habe auch Kettenpanzer bei mir schon entwickelt. Ich habe auch, aber zwei, drei haben die Ritter besiegt. Du bist übrigens hier unten angegriffen von. Achso, das sind die. Ich habe auch berittene Bogenschützen. Ja, ja, ich weiß, deshalb. Wie viel Schaden machen die eigentlich? Plus 6, okay, aber trotzdem. Alles sind ein bisschen stärker als hier. Wie man es euch gerade gesehen hat. Mhm. Ja, die unten sein Spaß. Was? Ja, ja. So ein passives Nebeneinkommen ist nicht schlecht.
Okay, ich habe genug für eine Burg. Hä? Ich darf keine Burg bauen, aber da brauche ich erst das Dorfzentrum. Brauche ich doch erst das Dorfzentrum. Ich muss ein Level 3 haben und Stufe 3 muss ich schon. Nee, das durften wir hier auch eher. Dann baue ich jetzt nämlich gleich das Dorfzentrum, glaube ich. Ja, Warnstämme müssen wir auslöschen, dann geht das. Ah, okay. Nee, wir können es auch jetzt schon. Also sollte man die Warnstämme erst vernichten. Wie ich weiß, müssen wir die Warnstämme erst auslöschen. Dann sind wir Level 3 gewoben. Hier ist nochmal Gold, Wichtelein. Ja, ja, ich habe hier, ich habe hier ein paar Leute, die abbauen dürfen. Okay. Mal gucken, was hier so rum oxidiert. Hier brennt alles. Warst du das hier? Das war ich. Ich habe mich dann zurückgezogen. Achso, da sind wir im Thema auseinander hier. Oder sollte ich vielleicht doch. Nee, ich mache jetzt. Ich baue jetzt das Dorfzentrum. Diese Araber waren einst wie wir, doch der erbeutete Besitz hat sie weich und schwach gemacht. Hast du noch ein paar Schafe gefunden zufällig? Ja, jetzt bin ich automatisch Ritterzeit. Ja. Wir haben ein byzantinisches Lager im Osten entdeckt. Vielleicht haben sie uns etwas zu bieten. Ja, dieser normale Lebensstil gefällt mir gerade nicht so gut tatsächlich. Ich fange jetzt mal mit Dorfzentrum an. Also fange ich jetzt mal mit Rittern an. Ich fange jetzt erstmal hier an. Hier was diese haben. Einzelne Kackgaleere, die hier rumsteht. Bei dir oder was? Ja, damit habe ich auf die Deutschritter geschossen. Hä? Kannst du mit zur Verteidigung einsetzen? Sorry. Ja, ich weiß, aber das ist irgendwie so billig. Dann könnte ich hier unten nämlich auch ein Dorfzentrum errichten noch. Dann habe ich die Leute da wenigstens ein bisschen geschützt. Ja, pass auf, da ist... Oh, hier sind noch Schafe! Hol sie dir. Hol sie dir ruhig. Im Grunde fährt man, glaube ich, echt gut, wenn man das... Wenn man das richtig aufmaxt, kann man bestimmt einiges bekommen. An Nahrung. Ritterzeit ist jetzt verfügbar, schön, danke. Soll ich. Oh, warte mal. Mach mal noch nicht dein Dorfzentrum fertig. Ich gebe dir mal die ganzen Schafe. Ich will wissen, ob du da einen Bonus kriegst. Okay? Okay, ich hab. Zieh mal die Leute weg. Ich baue dir jetzt. Ich schick mal die ganzen Schafe zu dir. Ja, ja, das sind 13 Stück, dann bist du genau auf 20. Kann sein, dass du die gleich übernimmst, dann hol sie einfach, ja? Ja, ein paar sind weg. Die müsstest du jetzt rüber schicken, genau. Ich lass mal kurz meine Handelskocke weg, dann hol mal alle. Ja, ich bin schon dabei. Ja, ja. Hat dein Händler über das noch durchgehört? Nee, ich hab ihn angehalten kurz. Achso, den meinst du, ja. Okay, lauf hoch. So, Bastian, was passiert? Ja, ich will wissen, ob du irgendwas dafür kriegst. Ah, jetzt kommt mein Händler, glaube ich. Geh weg. Ihr steht auch aus dem Weg von mir. Ja, ja. Hä? Das sind meine beiden Schafe. Noch zwei. Ja, vielleicht kriegst du irgendwas. Was laufen die zusammen, die Viecher? 19? 19? Ja, ja, eins kommt noch. Nix. Okay. Okay, du kannst einfach nur... Das ist wahrscheinlich ein Maximum einfach nur. Mhm. Was du nutzen darfst. Das sind meine beiden Schafe. Hier kommen noch zwei Schafe. Ich gefunden hatte. Okay. Kann ich so finden, um jetzt Herz sparen. Mhm. Ich baue jetzt hier meine erste Burg. Du kriegst ja wahrscheinlich auch keine Ressourcen mehr, wenn du das hast. Fürs Zerstören. So, weil ich habe 1061 an Bau. 1064. Ja. Unsere Tage des Nomadentums sind vorbei. Die alten Gepflogenheiten gereichen uns nicht mehr zum Vorteil. Übrigens, die Ritterzeit ist für dich jetzt verfügbar. Ja, ich weiß. Nee, ich meine nur, wir sind automatisch Ritterzeit geworden. Wie gern?
So, ihr macht das hier schon. Die Fischer machen auch. Schieß ihn weg! Wo ist denn jetzt der Typi? Ich glaube, die Wikinger waren das. Die hatten, glaube ich, eine Autoheilung für ihre Schiffe. Ja. Das ist irgendwie cool. Schaf gefunden? Deine Deppen hier. Ja, von mir aus. Ich glaube, du brauchst die Nahrung dringender als ich. Die sind fast fertig mit Steinbeine, Leute. Ich weiß. Ich weiß, was gesagt habe. Ich hole mir dann das Gold da unten. Hilf mal an der Burg mit. Du wirst schon lange brauchen, um mit einem Bogen den Außenposten zu zerstören. Mit einem Bogen? Weil die damit mit Pfeil und Bogen auf meinen Außenposten einschießen. Achso. Jetzt nicht mehr. Aber er brennt. Nee, du nicht. Aber die Befiederung gerne. Und ihr? Baut das und macht dann hier weiter. Ein zweites Dorfzentrum schadet bestimmt nicht. Hier ist auch haufenweise wild, was ich jagen kann. Das könnte schon ganz geil werden. Ach so, ja, die Karawane soll ich mal erfinden. Was willst du erfinden? Die Karawane wäre nicht schlecht, wenn ich die mal erfinden würde. Gereicht spielt zum Vorteil. So, die nächsten sind ausgelöscht worden von den Orangenspitz. Wir haben nur noch ein Ding, aber das ist so nah am Grün. Das kann ich nicht angreifen. Sicherlei. Lass es doch einfach. Deshalb sage ich das. Die sind doch eh weg, die können doch eh nichts mehr machen. Dann lasse ich hier nämlich alle Gold machen und dann jage ich die Rehe nebenbei. Oder ich mache erst die Rehe. Mal sehen. Mal sehen, wie lange das Dorfzentrum da unten besteht. Wahrscheinlich nicht lange. Es kommt auf Rot an. Ja, ich weiß. Rot wird nämlich immer angerücken, bitte. Das vermute ich auch. Oh, diese verdammten Franken. Was ist damit? Keine Ahnung. Die verdammten Franken halt. Oh. Naja, wenigstens kann ich da ein paar Steine rausziehen. Mit Holzproduktion. Oh, weißt du was? Hört auf. Gold abgeben und jagen. Na, geht doch. Na, hier ist die Kirche. Das ist schön. So, das ist schon mal die Mühle. Dann kann ich das Tittengeschirr machen. So, das ist ein bisschen schneller bewegen. Jó napot. Értettem. Bányászok. Vadászok. So, ihr sammelt mal alle jetzt Nahrung. Vadászok. Du darfst auch gern da arbeiten, ich bin dir da nicht böse. So, jetzt habe ich einen ersten Priester, der kann dann bitte auch meine Leute heilen. Ja, das wäre nicht verkehrt, aber andererseits habe ich noch keine. Doch einen. Schicken zu mir, da. Nö, alles gut. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich die Karawane mache. Damit ich mal ein bisschen schneller Gold kriege.
Eine Reliquie habe ich noch gar nicht gesehen. Was hast du? Eine Reliquie habe ich noch gar nicht gesehen. Reliquien gibt's glaube ich auch gar nicht. Außer oder vielleicht beim Gegner. Aber so habe ich auch keine gefunden hier auf der Karte. Nee, du gehst mal ins Holz. Hört mal auf hier zu hacken, hackt mal lieber da. Das schmeckt viel besser. Schmeckt viel besser. Ja, wenn ich das sage, ist es so. Ihr seid fertig, denke ich mal. Oh, ihr kommt gut vorwärts, dann soll ich erstmal den Goldabbau machen. Holzabbau muss ich auch noch machen. Ja, es ist mir auch gerade eingefallen, dass ich ihn die Bogensäge noch gar nicht habe. Aber ich glaube, ich mache jetzt mal das Brustgeschirr jetzt. Brustgeschirr habe ich schon gemacht. Ja. Ich müsste auch einen schweren Flug machen können schon. Was machen? Einen schweren Flug. Wir sind doch in dritter Zeit, da müsste es ein schwerer. Der wird gerade entwickelt, der schwere Flug bei mir. Ah, okay, bei mir jetzt auch. Diese eine Galerie, das ist so dumm. Ja, klasse. Du kannst sie vielleicht irgendwie mal gebrauchen. Ja, ich weiß, aber es ist irgendwie so dumm. Dumm kann ich teilweise gar nicht denken, mich vielleicht. Das ist ja das Interessante bei sowas. Ja, man kann wirklich schon mal gar nicht so dumm denken. Wie das. Durch habe ich meine Ritter noch ein bisschen verbessert. Also meine berittenen Bogenschützen sind ein bisschen stabiler geworden. Ich werde jetzt hier. Das hier muss noch weg. Und dann baue ich da vielleicht noch eine Burg hin. Den Stein hier habe ich nämlich fast. Dann kann ich auf das ganze Gold hier gehen. Jetzt hier ist echt viel Geld. Und ich glaube, dann greife ich das Mehrerreich an. Demnächst. Wie gesagt, ich muss noch viel Truppen. Ich muss erstmal mein Ding erstmal komplett anfangen mit aufbauen. Das dauert ein bisschen bei mir. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, glaube ich. Ich rechne nicht damit, dass hier relativ schnell angegriffen wird. Ich habe noch 10 Schafe. Es sind aber 5 Leute, die gleichzeitig auf die Schafe einschlachten hier. So gerne da. Du Rüstling. Hier gab es doch irgendwo noch Sträucher, die wollten nämlich vorhin was sammeln. Aber ich sehe sie nicht. Ach, da unten. Ja, okay, das ist zu weit weg. Es sei denn, ich brauche noch ein Dorfzentrum, da könnte ich auch noch was machen. Ah, das sind auch welche. Ach, da oben, ja. Da hinten ist auch nochmal Gold. Und rechts davon. Ja, ich hole mir jetzt erstmal das ganze Essen hier. Aber kommst du mal her, du blödes Schwein? Das Schwein will mich nicht angreifen. Nee. Jetzt greif mich schon an. Ja, und ist Imperialzeit vorangeschritten. Jetzt schlachten 5 Leute gleichzeitig ein Schaf, das arme Vieh. Doch richtig. Ah, Goldbergbau. Ah ja, mit diesen Ressourcen geht's auch besser mit dem Gold. Geht mal hier rüber, ich brauche mehr Felder. Weil das, was ich an Feldern habe, ist ein Witz. Ich habe bisher auch bloß Tiere. Ja, ich verdiene mir gerade mein ganzes Essen mit Wildfleisch. Achso, na gut, das geht ja noch. Guck mal, dass du hier unten nochmal ein Dorfzentrum errichtest. Nicht optimal, aber ist besser als nichts. Ach ja. Ah, jetzt kommen sie. Okay. Rot kommt jetzt. Ja, ja. Die werden bestimmt bei mir vorbei wollen.
Kann ganz gut sein. Ich baue jetzt hier erstmal eine Burg hin. Und ihr helft gefälligst. Ja, die ersten Oktober habe ich fertig. Ja, da kommen sie. Chillen, pass auf. Ja, die werden hier vorbeilaufen, wahrscheinlich an der Seite. Aber ich hab dann... Ja, dann guck, dass das möglichst nicht passiert. Ach, ich habe noch keine Ballistik, fällt mir gerade ein. Ja, die werden bei dir rein wollen irgendwo. Hast du irgendwo noch offen? Hinten wahrscheinlich. Ist alles noch offen hier hinten, weil ich noch gar nicht zugebaut habe. Soll ich mal gucken, dass ich hier aufmache kurz? Ja, mach mal auf, dass sie. Obwohl, das ist schon zu spät, die sind schon bei mir. Ja, die. Ne, die switchen auch nicht um. Mach das Tor zu und schieß am besten raus. Stell die hinter das Tor und lass sie auf stehen bleiben und dann schieß einfach auf die Deutschritter schon mal. Ja, die marschieren hier durch bei mir. Das ist schön. Endlos tot. Guck, dass du noch ein paar mehr kriegst, weil die werden uns garantiert unsere Handelskanäle hinten zerstören gleich. Mal die Uni. Ich habe festgestellt, ich habe keine Ballistik. So, ich stell dich mal hier hin. Du kommst hier rüber. Oh ja, ich habe auch keine Wörterlöcher. Was zur Hölle? Kommt mal her. Hier nicht, die Arbeit weiter. Ich hab die Lehre umgebracht schon von denen. Ich lock sie jetzt zu meiner anderen Burg hier. Ah, die Schafe sind fertig. Ach, kämpft einfach. Kämpft! Für den Ruhm und die Ehre Roms! Die Deutschen kommen noch. Und ja. Gelb kommt auch noch. Hinterher. Infanterie. Okay, die Deutsche, da sollte ich hinkriegen. Hey, hier. Hey, hey, Teutoni. So, gelb ist, hab ich schon mehrere weggerotzt. Warum brauchst du noch da? Geht einfach mal da rein. Alle raus. Holt den mal. Der nervt. 16 Felder müssen doch reichen, oder? Ja, eigentlich schon. Mal kurz alle zusammen. Ach, der hat Schäffler. Ich wundere mich gerade, warum hält der so viel aus? Ja, erledigt. So, jetzt kann ich ohne Burg bauen. Wenn wir erstmal verteidigen. Ihr alle werdet das Vieh ermotten. Ich